Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, herzlich willkommen. Herzlich willkommen beim Vortrag Freude kultivieren. Zunächst zwei, drei Worte zu mir als Person. Viele kennen mich ja nicht. Ich bin seit mittlerweile 20 Jahren auf dem Weg des Buddha. Ich habe angefangen mit japanischem Zen unter Nakagawa Roshi und später Kuwahara Sensei und bin jetzt seit etwa 10 Jahren Thich Nhat Hanh und seiner Plum Village Dhyana Schule verbunden. Thich Nhat Hanh ist ein vietnamesischer Zen-Meister, der in Südfrankreich in Plum Village ein großes Kloster aufgebaut hat und von daher und weitere Kloster in Amerika und jetzt seit 2, 3 Jahren ein großes Institut in der Nähe von Köln hat. Ich selber leite den Verein Gemeinschaft für achtsames Leben. Das ist der Verein der Anhänger, der Schüler von Thich Nhat Hanh hier in Oberbayern. Jo, aber da möchte ich schon wechseln zum Thema Freude, weil deswegen sind wir ja eigentlich da, ne? Ja, ich denke, wir haben heute alle schon Freude erlebt. Wir haben ein wunderschönes Fest hier. Wir haben schöne Darbietungen gesehen von einem schönen Einzug. Farbenfroh, mit wundervoll hergerichteten jungen Damen aus Asien, aus Thailand vor allem. Wir haben Drachentänze gesehen. Wir haben Vorträge gehört, wir haben Musik gehört, wir haben gutes Essen genossen. Wir haben viele Gelegenheiten zur Freude gehabt. Und ich denke, ihr habt viel mitnehmen können und habt viel Freude empfinden können. Dennoch gehe ich davon aus, dass viele von uns das Gefühl haben, dass sie zu wenig Freude im Alltag erleben. Das unterstelle ich jetzt einfach mal, ne? Weil ihr da seid. Gell? Ja, in diesem Thema Freude wollen wir uns jetzt ein bisschen nähern. Nun, Freude ist zunächst ein Gefühl, eine Emotion. Im Grunde ist es ein Gefühl und eine Emotion wie jede andere. Und doch ist sie eine besondere. Denn der Buddha hat uns gelehrt, dass 4 Gefühle von ganz besonderer Bedeutung für uns sind, dass wir die üben sollen und dass das Gefühle sind, von denen man nicht zu viel haben kann. Und die 4 nennt man die Brahma-Viharas, die grenzenlosen Geisteszustände. Und das sind Liebe, das sind Mitgefühl, Freude und Gleichmut. Das heißt, wenn wir uns hier zusammenfinden, um uns mit dem Thema Freude zu beschäftigen und Freude zu üben, dann tun wir das ganz im Sinne vom Buddha. Nun, auf der anderen Seite ist Freude auch wieder ein normales Gefühl. Und mit den Gefühlen hat es so auf sich, das ist eine der wichtigen Lehren der buddhistischen Psychologie, dass die Gefühle die Tendenz haben, je öfter man sie empfindet, desto stärker werden sie in uns verankert. Desto stärker, desto leichter können wir sie empfinden und desto intensiver empfinden wir sie. Und das ist eine Regel, die für alle Gefühle gilt. Ganz egal, ob sie jetzt angenehm oder unangenehm sind. Das heißt, wenn wir uns leicht ärgern, stärken wir mit jedem Mal ärgern den Ärger in uns. Und das Problem dabei ist, umso noch leichter werden wir uns wieder über Dinge ärgern. Und viele von euch kennen das ja, dass es alte Menschen gibt, die extrem sich in eine Richtung entwickelt haben und extreme Persönlichkeiten geworden sind, die sich ganz verfangen haben in einem Gefühl. Zum Beispiel sich über alles ärgern, alles ablehnen, Hass empfinden oder Zorn, Wutpersönlichkeiten, ja, das ist etwas ist, was sich steigert. Und das ist ein Grundprinzip im Menschen, was ja auch bei den Muskeln so angelegt ist, ja. Wenn jetzt jemand sich einbildet, er will starke Muskeln haben, ja, was muss er machen? Er muss sie oft bewegen. Und genauso ist es bei den Emotionen. Aber die gute Nachricht ist, das Gleiche gilt auch für die positiven Emotionen. Das heißt, Freude hat auch in sich die Tendenz, je öfter man sie empfindet, desto leichter wird man sie empfinden können und desto intensiver wird es. Und aus diesem theoretischen Hintergrund heraus macht es also Sinn, Freude zu üben. Ja, ganz bewusst zu sagen, ja, ich will Freude üben. Und das, diese Übung, ja, ist wie, muss man jetzt sehen, wie ein Training, ja. Das ist eben Training. Und es führt dazu, dass ich öfters und leichter Freude empfinde im Alltag.
Ja, und die Übung, so eine geistige Übung, machen wir Buddhisten am liebsten in der Meditation. Und die fünf Vertiefungen sind eine Möglichkeit, Freude hervorzurufen. Die fünf Vertiefungen sind eine Meditation, die ist als geführte Meditation angelegt, sie ist aber so einfach, dass wir sie gut alleine zu Hause üben können. Ja, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist dabei jetzt. Natürlich haben viele keine bequeme Sitzposition hier, das ist schon mal ungünstig. Ja, viele haben gar kein Kissen oder sind es nicht gewohnt, auf einem Kissen zu sitzen. Es ist natürlich wichtig, dass wir bequem sitzen, das ist ganz klar. Wenn wir in der Meditation Freude empfinden wollen, wenn wir uns einfach wohlfühlen wollen in der Meditation, ist es wichtig, dass wir bequem sitzen. Viele Leute haben haben die Vorstellung, man müsse ja in einer besonderen Form sitzen, ja im Lotussitz, ja, und die Beine verschränkt und perfekt gerade. Nun, das ist natürlich schon ein Sitz, der viele Vorteile hat, wenn man ihn kann. Und wenn man ihn nicht kann, ist es ein Problem. Ja, und dann muss man halt anders sitzen. Und wenn man ohne Rückenlehne nicht bequem sitzen kann, ja, dann muss man halt mit Rückenlehne sitzen. Es spricht überhaupt nichts dagegen, sich eben einfach in einen Stuhl zu setzen und anzulehnen. Hauptsache ist, dass man mit dem Geist bei der Sache ist. Das ist der Punkt. Darauf kommt es an. Und dass man anfängt. Anfängt zu üben. Und sich hinsetzt und sagt, so, jetzt übe ich die fünf Vertiefungen. Ganz bequem. Beobachte meinen Atem. Das zentrale Punkt ist natürlich, dass man bei der Sache ist. Und deswegen ist die erste Übung bei uns immer bei der Meditation, ich atme ein und spüre, dass ich einatme. Ich atme aus und spüre, dass ich ausatme. Ist klar. In dem Moment beginne ich, in den Augenblick zu gehen und zu sagen, ja, ich bin jetzt im Augenblick. Was ist in diesem Augenblick los? Naja, das, wenn ich ruhig sitze, ist das intensivste Erleben in dem Augenblick der Atem. Ein und aus. Ja, den will ich mitkriegen. Ne? Also das ist zunächst in der ersten der fünf Vertiefungen verbinde ich mich mit dem Augenblick, mit dem Hier und Jetzt komme an. Im zweiten Augenblick sagen wir, ich atme ein und spüre, dass mein Atem tief ist. Ich atme aus und spüre, dass er lang ist. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, vielleicht ist er gar nicht tief. Ja, ein bisschen tief ist er immer. Und ein bisschen lang ist er auch immer. Ja? Ja, und das spüren wir einfach. Wir spüren einfach, wie tief er ist, ja? Das bisschen. Wir spüren es und sagen, schön, er ist, so tief ist er. Schön. Ein andermal ist er so tief, ist auch gut. Oder so tief. Ganz egal. Wir spüren einfach und sagen aber ruhig, der Atem ist tief, ja. Da ist ein bisschen Autosuggestion dabei, ein bisschen, man macht nichts, der Körper reagiert darauf. Das war übrigens für mich heute rückblickend betrachtet, der Einstieg in den spirituellen Weg war autogenes Training. Das habe ich auch am Anfang nicht für möglich gehalten. Man sitzt einfach hin und sagt, mein Arm ist warm. Dabei ist er erstmal gar nicht warm, aber er wird warm. Ja, es ist verrückt, aber es geht. Ne? Also es ist ein bisschen Autosuggestion drinnen, aber es macht nichts, wenn dabei das entsteht. Ja, was wir wollen, ist ja wunderbar. Ne? So, also tief und lang ist der Atem. Ruhig und leicht. Ja, jetzt beginnen wir den Augenblick zu genießen. Ja, ruhig und leicht ist doch schön. Was wollen wir mehr? Ja, ruhig, still und friedlich da sitzen, sich leicht fühlen. Wunderbar. Ne? Und wir steigern das in der vierten Vertiefung noch einen kleinen Schritt. Wir lächeln. Lächeln, das ist schon ein Zeichen, dieses leichte Lächeln, was der Buddha immer hat, ja. Man wird manchmal übersetzen das mit Halblächeln. Aber es ist ein Lächeln. Es ist ein feines, leichtes Lächeln, was einfach dadurch entsteht, dass wir entspannt sind. Und ganz alleine. Ja, es ist ein ganz natürliches Zeichen der Entspannung. Ein feines Lächeln. Und wir fühlen uns frei. Frei von allen Dingen, die uns belasten, beschweren könnten. Ja, und am Schluss tun wir das Ganze nur mehr zusammenfassen. Ja, ich bin im Hier und Jetzt und es ist wunderbar. Es ist wunderbar im Hier und Jetzt. Ja, eine Situation, in der wir uns einfach wohlfühlen, Freude empfinden. Und es ist ganz wichtig, dass wir solche Situationen uns immer wieder schaffen. Immer wieder schaffen, weil wir damit erstens Freude kultivieren, das ist unser heutiges Thema, aber noch viele andere Dinge erreichen, zum Beispiel
eben Freude an der Meditation haben. Die Meditation hat noch viele andere positive Nebenwirkungen. Wirkungen, ja, sagen wir mal so. Und wir greifen heute die Freude heraus. Und das ist ganz wichtig. Und das kommt beim Buddha auch immer wieder vor. Auch bei den 16 Übungen der Achtsamkeit, auch dort kommt es vor, dass wir Freude kultivieren sollen, dass wir lernen sollen, Freude hervorzurufen. Und es ist eine wundervolle Fähigkeit, durchs Leben zu gehen und zu wissen, man kann Freude erleben, einfach, indem man sie an einen ruhigen Platz setzt, sich hinsetzt und eine Weile meditiert. Es ist wundervoll. Es ist wundervoll, das zu wissen. Ja, es ist wundervoll zu wissen, dass man sich selber eine Insel sein kann, auf die man sich zurückziehen kann, sich sicher und wohl zu fühlen. Ja? Gut, und die Voraussetzung ist eben, dass wir das üben und lernen, in der Meditation hervorzurufen. Schön. Ja, das ist der eine Ansatz. Wir können also Freude üben, so wie wir trainieren, so wie wir Kraft trainieren und so wie wir Ausdauer trainieren können. Und so können wir Freude in der Meditation üben. Und das wird sich auswirken. Das wird unser Leben verändern. Definitiv. Natürlich ist es nichts, was man nach eine Woche macht und dann hat man in 2 Wochen ein Ergebnis. Ja, das ist, so schnell geht es nicht. Es braucht eine Weile. Aber wenn ich mir überlege, was sich in meinem Leben in den 20 Jahren geändert hat, ja, ich wundere mich manchmal, dass mich noch Leute wiedererkennen. Gut. Natürlich fragen wir uns dann, ja schon, unser Ausgangspunkt war ja Freude im Alltag. Wir haben vielleicht den Eindruck, wir erleben zu selten Freude im Alltag. Ja, dann fragen wir uns, schauen wir uns mal an, irgendeine alltägliche Situation. Zum Beispiel der Weg morgens zur S-Bahn. Ein Beispiel. Ja. Stellen wir uns vor, wir gehen 5 Minuten oder 10 Minuten zur S-Bahn. Jeden Morgen. Ich bin sicher, dass jeder von uns viele Möglichkeiten hat, auf diesem Weg sich zu freuen. Manchmal geht die Sonne gerade auf oder sie kommt über den Bäumen hervor. Oft atmen wir frische Luft ein. Vielleicht steht der Mond noch am Himmel. Die Blumen blühen, die Sträucher blühen. Die Bäume sind jetzt alle wieder grün. Viele Bäume blühen. Die Vögel singen. Es gibt viele, viele Gelegenheiten, Freude zu erleben auf dem Arbeitsweg. Ein ganz alltägliches Erleben. Jeden Tag wieder. Aber wie geht's uns damit? Vielleicht manchmal erleben wir Freude und oft nicht. Warum eigentlich nicht? Nun, ein Grund ist einmal der, eine häufige Erscheinung ist die, dass wir einfach wenn wir gehen auf dem Weg zur Arbeit, dass wir einfach gar nicht mit dem Geist beim Gehen sind und nicht im Hier und Jetzt sind, sondern, wie man auf Deutsch so schön sagt, wir sind in Gedanken. Ja, wenn wir in Gedanken sind, sind wir nicht im Hier und Jetzt. Schon allein sprachlich leicht nachzuvollziehen. Wir sind in Gedanken. Wir denken an, ja, was heute zu tun ist, ja, was passieren könnte, was passieren soll, planen, machen uns Sorgen. Es gibt 100.000 Dinge. Oder träumen schon vom Urlaub oder irgendetwas. Ist jetzt ganz egal. Aber das Gängige ist, wir denken an irgendetwas. Das ist übrigens auch schon von der modernen Neurowissenschaft nachgewiesen, dass das normal ist, dass das Hirn dann, wenn es gerade nicht gefordert wird, irgendwelche überflüssigen Gedanken produziert. Und die Wissenschaftler nennen das heute den Default-Modus. Also wer die Computersprache kennt, weiß, ne, Default ist das, was dann ersetzt wird, wenn der Bediener nichts eingegeben hat. Ja? Also Default ist, was das Hirn macht, wenn es eigentlich keine Aufgabe hat. Es ist interessant, auch diesen Zusammenhang zu sehen. Ja? Ja klar, wir kennen den Weg. Ja, der Weg geht sich wie automatisch. Klar. Unser Körper kann ganz allein die Schritte gehen. Ja klar, unser Geist ist nicht gefordert in dieser Phase. Definitiv. So, was macht er dann? Er produziert allen möglichen Unfug. Ja, und wir versäumen was? Wir versäumen sehr viel.
Wir haben ja schon viel erwähnt, ja. Wir versäumen die Vögel. Wir versäumen den Mond, wir versäumen die Sonnenstrahlen und die blühenden Blumen. All das versäumen wir. Für irgendwelchen, ja, Müll. Bleiben wir ruhig dabei. Woran fehlt's? Woran mangelt's? Wir nennen das im Buddhismus, ist unser Fachbegriff dafür, Achtsamkeit. Achtsamkeit. Es fehlt an der Hinwendung zum Augenblick. Es fehlt an der Wertschätzung des Augenblicks. Ja? Und ein gewisses Maß Konzentration und Entschlossenheit ist auch dabei. Ja? Das, wenn wir das aufbringen, schaut alles anders aus. Wenn wir sagen, so, jetzt darf ich gehen. Gehen ist für mich Gehmeditation. Ich will mit dem Geist ganz beim Gehen sein. Ich will mit dem Geist ganz den Augenblick erleben. Ganz da sein. Ich konzentriere mich auf das, was gerade ist. Ja, den Geist eben hinwenden. Hinwenden auf den Augenblick. Ja, wenn wir das machen, dann verändert sich die Situation komplett. Komplett. Auf einmal spüren wir die Schritte. Wann haben wir das letzte Mal die Schritte gespürt? Wir spüren die Schritte auf dem Boden. Wir spüren den Atem. Hören die Vögel. Der Geist beruhigt sich. Und das Ganze wird zu einer sehr angenehmen, wohltuenden Start in den Tag. Vielleicht haben wir schon meditiert, das war auch gut. Ja? Aber auch das wieder bringt uns zurück auf den Pfad, ja, ich lebe in dieser Welt, wie sie ist, und es ist gut. Es ist gut, wie es ist. Wir kriegen so viel wundervolle Dinge angeboten, jeden Tag, nicht nur auf dem Wesakfest, nicht nur auf dem Retreat, sondern jeden Tag. Und wenn es die frische Luft ist, nach dem Regen oder beim Regen. Ja? Auch das kann man genießen. Es war jetzt schön. Ja? Oh, einen Regenschauer gehabt. Toll. Auch gut. Ja? Es gibt viele Möglichkeiten. Nur was es braucht, ist eben da die Hinwendung. Die Hinwendung weg von unseren Projekten, weg von unseren Sorgen, hin zum Augenblick. Ja, wir nennen das Achtsamkeit. Und aus Tätigkeiten in Achtsamkeit erwächst ein friedvoller und freudvoller Zustand. Im Grunde ist es das Gleiche wie bei der Meditation. Im Grunde kommen wir geistig in den gleichen Zustand wie mit den 5 Vertiefungen. Wir können sozusagen die 5 Vertiefungen, also sozusagen die Laborübung sehen, ja, im ruhigen Zimmer, wo uns keiner stört, in der bequemen Sitzhaltung, ja. Das können wir in gewissem Umfang machen und es ist gut und es ist schön, in gewissem Umfang zu machen, aber natürlich haben wir dafür auch nur eine gewisse begrenzte Zeit. Und dann gibt es viel zu tun untertags. Jetzt ist der nächste Schritt, diese Geisteshaltung, die wir dort kultiviert haben, in möglichst vielen Tätigkeiten untertags auch zu erreichen. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt der Lehre unseres Lehrers, Thich Nhat Hanh, in der Plum Village Dhyana Schule. Und auch die wesentliche Neuerung. Ja, natürlich viele Dinge überlappen sich, sind alles buddhistische Lehre, aber das ist eine, möchte man sagen, Neuerung, die woanders so nicht so deutlich rüberkommt, worauf er sehr, sehr großen Wert legt. Und auch die Mönche und Nonnen tun gar nicht viel meditieren in seiner Linie. Ja, ich verstehe das so. Er will halt zeigen, es geht auch ohne. Man muss nicht 10 Stunden meditieren am Tag. Ja? Besser ist es, 10 Stunden Dinge achtsam tun. Und das ist etwas, was wir auch tun können. Es geht. Es geht. Und der Weg zur Arbeit ist einer, von dem ich glaube, dass er eher leicht ist. Also zumindest mir ist er leichter gefallen. Aber es gibt auch viele, viele andere Möglichkeiten untertags. Es muss nicht das Gehen sein. Es sind vor allem manuelle Tätigkeiten. Wenn es nicht Gehen ist, dann ist es halt Staubsaugen oder Rasenmähen oder Bügeln. Thich Nhat Hanh sagt immer Geschirr abwaschen, aber da haben ja die wenigsten von uns Gelegenheit dazu. Da bleibt nur über Spülmaschine einräumen und ausräumen. Aber es gibt viele Gelegenheiten. Und wir sollten das nicht
wirklich als Übung sehen, in dem Sinne, dass wir für etwas trainieren, ja, sondern es ist eine andere, bessere Art zu leben. Denn der Nutzen von diesem Verhalten, von dem achtsamen Tun, ergibt sich ja sofort. Ergibt sich ja dadurch, dass wir achtsam sind. Ich habe eine Bekannte, die im Einzelhandel arbeitet, und da habe ich dann das Ganze erzählt in Bezug auf Regale einräumen, ja? Wie wichtig es ist, achtsam Regale einräumen. Und dass das ja eine große Chance ist, dass sie so einen guten Beruf hat, wo sie so viel achtsam üben kann. Und dass das beim Regale einräumen ja gut geht. Ja? Und das ist jetzt kein Witz, weil ich persönlich weiß, dass gerade geistige Arbeit schwieriger ist. Es ist besonders schwer, achtsam am Computer arbeiten. Ja? Das ist eine ganz große Herausforderung. Ja, aber Regale einräumen, das ist doch schön. So, was sagt sie? Ja, du. Und wenn das gelingt, das ist fei gut. Ja? Ja, das ist fei gut. Genau, das ist es. Und das ist so schön, wenn wir das erleben. Und wer das erlebt hat, der will es wieder haben, der will es wieder machen. Und dann sind wir auf dem Weg. Ja? Das ist das. Und am Anfang, natürlich, am Anfang ist es schwierig, das ist klar, jeder Anfang ist schwierig. Und da braucht es einfach eine gewisse Entschlossenheit, dran zu bleiben und zu sagen, ja, ich will es machen, ich will es tun. Ja, und es gelingt dann, früher oder später. Und wenn es bei einer Gelegenheit gelingt, dann gelingt es bei der zweiten und dann geht es immer weiter. Und dann geht der Weg los. Und der erste Schritt kann auch sein, eine Meditation eben im Stuhl. Ja? Zum Beispiel im Gartenstuhl am Abend mit Blick auf Abendstimmung. Abendstimmung ist etwas, was ich besonders empfehle, weil einfach das bei uns so kulturell auch verankert ist. Ich will es jetzt nicht biologisch begründen, aber zumindest kulturell verankert ist, am Abend ist Ruhe, ist Pause. Ja, es gibt so den Augenblick, wo wir sagen, so, jetzt war es genug. Ja, so, das reicht. Jetzt kann ich mich ausruhen. Und das ist eine schöne Gelegenheit zu sagen, so, und jetzt will ich achtsam im Augenblick sein. Das ist die schönste Art ausruhen. Und da entsteht von ganz alleine diese Entspannung, diese Leichtigkeit, diese Lockerheit. Und wenn wir es dann noch schaffen, in diesem Augenblick unseren Geist wirklich zu lenken, zu sagen, ja, ich schaue jetzt auf die Vögel, ich höre jetzt, ich schaue in die, wie jetzt zum Beispiel, ne, in die Blätter, wie sie schon dunkler werden, ne, wie die Unterschiede so verschwimmen langsam, wunderschön, wunderschön. Bin in diesem Augenblick, geh ganz im Augenblick auf, verbinde mich mit dem Augenblick und dann entsteht Freude. Freude ist etwas ganz Natürliches. Freude entsteht ganz natürlich daraus, aus dem Gefühl, dabei zu sein. Ja? Wir Menschen, wir gehören dazu, wir sind nicht abgetrennte Wesen, die da in die eine mehr oder minder feindliche Welt geworfen sind. Ja? Das gibt so bei uns in der Kultur so diese Vorstellung, ja, so dieser Cowboy, der da alleine durch diese Wüste, diese schreckliche, trockene Wüste reitet, ja. Manchmal fühlen wir uns so. Aber das kann es nicht sein. Es ist nicht wahr. Es ist das Gegenteil. Wir sind ein Teil dieser Welt. Wir sind ein Stück Menschheit. Wir sind ein Stück dieser Erde. Die Erde ist wie ein Organismus und wir sind eine Zelle davon. Das können wir uns oft so schlecht vorstellen, weil wir halt Arme und Beine haben und weil wir da so schnell herumsausen können, ja, in der Welt. Und dann denken wir immer, wir sind keine Zelle, ja, weil wir sind ja nicht festgewurzelt, wir sind ja nicht angewachsen irgendwo, wir sind ja beweglich. Ja, aber die roten Blutkörperchen in unserem Körper, die sausen auch munter durch uns durch, sind auch beweglich und sind Teile unseres Körpers. Also wir sind Teile des Ganzen. Und in dem Augenblick, wo wir uns verbinden mit dem Ganzen, entsteht einfach Frieden und Freude. Und das sollten wir uns gönnen. Das sollten wir uns gönnen, nicht nur in der Meditation, sondern auch im achtsamen Tun. Egal, was das auch gerade ist. Wer immer achtsames Tun, Zeit ist schon weit fortgeschritten, wer auch immer das achtsame Tun einmal geübt hat, weiß, dass es nicht so einfach ist. Es ist zwar einfach, es einmal eine gewisse Zeit zu schaffen, aber immer wieder kommen halt eben
wieder andere Gedanken, kommen wieder Sorgen, kommen wieder Probleme, die wir wälzen und reißen uns wieder raus. Es kam einmal ein Bauer zum Buddha und hat ihm langmächtig geklagt über die Probleme, die er mit seinen Tieren hat und mit dem Landbau, mit seinen Pflanzen, was da alles für Schwierigkeiten gibt, was da alles schief gibt. Und er hat gemeint, und das Schlimmste ist, er hat das Gefühl, es wären 23 Probleme und wenn er eins gelöst hat, dann kommt ein neues. Es wären immer 23 Probleme. Also es geht irgendwie überhaupt nicht weiter. Er kann das gar nicht reduzieren und der Buddha wäre doch ein weiser Mann und könnte ihm helfen. Und der Buddha hat gesagt, guter Mann, du hast nicht nur diese 23 Probleme, bei denen ich übrigens auch nicht helfen kann. Ich bin kein Fachmann für Landwirtschaft und Viehzucht. Aber du hast auch noch ein 24. Problem. Ja, was ist das um Gottes Willen? Was ist das 24. Problem? Ja, du hast ein Problem damit, dass du 23 Probleme hast. Aber bei diesem 24. Problem kann ich dir helfen. Ja, aber geht's uns nicht genauso? Wir haben auch immer unsere 23 Probleme, oder? Wir lösen ständig wieder Probleme und es kommen ständig wieder neue. Ja? Okay. Es ist ganz normal. Es ist ganz natürlich. Nur wir dürfen diesen Problemen nicht zu viel Stellenwert geben in unserem Leben. Das ist wichtig. Wir müssen diese Probleme als einen ganz natürlichen Teil des Lebens sehen, der auch nicht der wichtigste ist. Und das ist jetzt ein zentraler Punkt, den ich unbedingt noch ausführen will hier. Wir leben in einer Gesellschaft, in der das Spirituelle verdammt wenig Bedeutung hat. Das gilt zwar jetzt nicht so sehr für uns, wie wir uns hier versammelt haben, ja, wir sind halt eine Auswahl von denen, die Interesse haben, aber wenn ich die ganze Gesellschaft anschaue, ist das Spirituelle enorm in den Hintergrund gedrängt worden. Wir haben die Religionen marginalisiert, die das ja früher transportiert haben. Sie haben geringe Bedeutung in unserem Leben. Ja, und was bleibt über? Überbleibt nur mehr das Weltliche, das Materielle. Und kriegt eine maßlose Bedeutung. Nimmt unser ganzes Denken ein, das, was in der Arbeit ist, ja, unsere Karriere, das Geschäft, was wir aufbauen. Wir wollen finanziell unabhängig sein, wir wollen eine Eigentumswohnung haben und so weiter und so fort. Das besetzt uns. Diese Dinge haben einen viel zu hohen Stellenwert in unserem Denken. Und kein Wunder, wenn sie diesen hohen Stellenwert haben, dass sie immer wieder hochkommen und sich bemerkbar machen. Ja, wir sagen dann, ich will achtsam sein, ich will den Weg zur Arbeit genießen. Ja, geht nicht, weil unser Unbewusstes diesen hohen das Unbewusste hat in sich drinnen die Ansicht, dass die Arbeit einen so hohen Stellenwert hat. Also müssen wir schon auf dem Weg über alles Mögliche nachdenken. Wir dürfen nicht übersehen, dass an dieser ganz grundsätzlichen Ausrichtung unseres Lebens hängt so viel. Viele von euch kennen den Herr der Ringe von Tolkien. Und da gibt es diese Figur von diesem Gollum. Ja? Der Gollum, der denkt nur mehr an seinen Ring. Ja, sein Ring, ja? Das ist seine Vorstellung, sein Ring, der ihm zusteht. Diesen elenden Ring. Der Gollum, da kreisen die Gedanken den ganzen Tag um diesen Ring. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Gollum Freude empfindet? Dass der Freude an seinem Leben hat? Könnt ihr euch das vorstellen? Nein, da ist kein Raum mehr. Da ist kein Raum mehr. Weil der Geist besetzt ist von diesem Wunsch. Was wir jetzt machen müssen ist, wenn wir eben freudvoll, friedvoll und glücklich leben wollen, ja, uns ein bisschen davon lösen, andere Dinge auch betrachten und Bedeutung geben, unser Leben anders ausrichten. Und was wir in der Plum Village Dhyana Schule machen, ist, dass wir den 5 Achtsamkeitsübungen, so nennen wir das, die direkt auf den Buddha zurückgeben. Also der Buddha wurde ja auch gefragt von den Laien, ja, was können wir denn machen? Und er hat gesagt, ja, ihr Laien, ihr sollt euch in 5 Dingen üben. Kein Töten, kein Leben nehmen, nicht töten. Ihr sollt nicht stehlen. Kein sexuelles Fehlverhalten üben. Ihr sollt nicht lügen. Und keine berauschenden Mittel zu euch nehmen. So, und das hat,
Bis lag laut hier. Und das hat der Thich Nhat Hanh in einer wunderschönen Weise ausformuliert, modernisiert, in positiven ethischen Richtlinien für uns dargelegt. Ich habe auch Ausdrucke mitgebracht, wir nennen das die 5 Achtsamkeitsübungen, ja, und die heißen eben Ehrfurcht vor dem Leben, die heißen wahres Glück, damit ist gemeint Großzügigkeit, also aus Nichtstehlen wird Großzügigkeit, die heißen wahre Liebe, das ist eben kein sexuelles Fehlverhalten, die heißen liebevolles Sprechen und rechte Rede, tiefes Zuhören, und die heißen Nahrung und Heilung. Das ist eben das, was die erweiterte Form von keine berauschenden Getränke zu sich nehmen. Und bei uns ist es Tradition, dass wir diese 5 Achtsamkeitsübungen in einer feierlichen Zeremonie wie ein Gelübde auf uns nehmen. Dass wir sagen, wir machen die 5 Achtsamkeitsübungen zu der Übung unseres Lebens. Ja, das ist es, wo wir uns hinentwickeln wollen. Wir sagen, ethisches Verhalten in dieser Form, ja, Leben achten, großzügig sein, wahre Liebe üben, liebevolles Sprechen und tiefes Zuhören und eben Nahrung, achtsamer Konsum. Wir machen das zu unserer Lebensübung. Ja. Das übernehmen wir in einer feierlichen Zeremonie und bemühen uns dann in unserem Alltag, das umzusetzen. Was hat das jetzt mit Freude zu tun? Ja, ich hoffe schon, durch die Einleitung es ein bisschen schon klar gemacht zu haben. Unser Geist richtet sich dann auf andere Dinge aus. Wir kommen weg von diesen anderen Dingen, sage ich mal, ja, von unserem Arbeit, von unserer Karriere, von unserem sozialen Status und so weiter und so fort. Von Bequemlichkeiten, von Vergnügungen kommen wir zu anderen Werten. Wir kommen eben zu menschlichen Werten. Zum Zusammenleben mit anderen Menschen. Das bekommt auf einmal eine neue Wertigkeit. Und wenn wir uns danach ausrichten, wird sich unser Geist verändern. Uns werden diese 23 Probleme des weltlichen Lebens, die werden uns einfach nicht mehr so umeinander treiben. Die werden nicht mehr so hoch kochen in der Meditation, nicht mehr so hoch kochen beim Gehen, nicht mehr so hoch kochen beim Rasenmähen und beim Staubsaugen. Wir werden mehr Frieden empfinden und wir werden achtsamer sein können und Freude empfinden können. Das ist ein Punkt, der, ja, sage ich mal, wenig so dargestellt wird, aber es ist bei uns in unserer Tradition ein wesentlicher Bestandteil der Übung. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, das zu üben. Und wir dürfen auch nie übersehen, dass auch der Buddha von Anfang an in seinen edlen achtfachen Pfad das ethische Verhalten empfohlen hat. Da kam es ja schon vor. Und der dritte und letzte Punkt ist Weisheit entwickeln. Das klingt ganz groß, ganz dramatisch, aber Weisheit ist für uns, es sind für uns ganz einfache Dinge, ganz einfache alltägliche Dinge. Ja, eines Tages gehe ich im Sommer ins Bett, will schlafen und was ist los? Bei den Nachbarn feiern die jungen Leute, junge Erwachsene, eine Feier, was auch immer sie feiern. Sie feiern. Sie reden laut, sie lachen laut und ich kann nicht einschlafen. Darüber kann man sich ärgern. Ja? Kann man sich ärgern. Klar, dann kann man nicht einschlafen, logisch. Aber man muss sich nicht ärgern. Ja? Ich habe mir damals überlegt, ja, das war noch ziemlich am Anfang und deswegen ist mir so gut in Erinnerung, weil es für mich ein tolles Erlebnis war, ja, die Kurve zu kratzen. Ja? Ich habe mir gedacht, das kann es doch wohl jetzt nicht sein, dass du dich darüber ärgerst, ja. Dann habe ich mir gedacht, na gut, was ist eigentlich los? Gut, ich will schlafen, okay. So, was ist los? Ja, die Kinder dort, die feiern, ja. Ja, die haben Spaß, die freuen sich, ja. Sind ja eigentlich auch nette Leute, ich mag sie ja auch. Und die anderen, ihre Gäste, haben auch eine Freude. Und sie unterhalten sich angeregt und sie lachen viel. Und eigentlich ist das ja wunderschön. Es ist doch schön, dass die Leute sich alle freuen. Tja. Und viel weiter bin ich gar nicht gekommen in meinem Nachdenken.
Und ich habe mich entspannt, der Ärger ist verraucht und ich bin eingeschlafen. Tja, das ist ein kleines Stück Weisheit. Ja? Die Welt mit anderen Augen sehen, eine andere Ansicht finden. Wir müssen nicht die Welt ändern, wir können gar nicht die Welt ändern. Ja? Die Welt ist, wie sie ist. Aber wenn wir eine andere Einstellung finden, können wir glücklich, friedvoll und freudvoll in dieser Welt leben. Und das ist ein einfaches Beispiel. Das ist ganz leicht zu erweitern, natürlich auf Schnarcher im Mehrbettzimmer. Ja? Ja, habe ich auch geübt. Ich bin davon lange verschont geblieben, aber beim letzten Retreat im Mehrbettzimmer habe ich auch das üben müssen. Es ist aber gar nicht mehr schwer, wenn man das einmal durchexerziert hat. Ja, schon gleich weiß, ja, es geht. Klar, wenn ich mich ärgere, geht nichts. Aber wenn ich einfach sage, ja gut, ist doch schön, der junge Mann schläft, schnarcht vor sich hin, friedlich und gleichmäßig. Ja, das Schnarchen ist meine Schlafmusik. Ja, dann kommt der Schlaf. So einfach ist es. Ja? Aber natürlich ist es auch Geistesbeherrschung, ist klar. Ja? Es hängt alles zusammen. Ja? Das ist nicht, für einen Mensch, der nicht meditiert, der nicht Achtsamkeit übt, ist es vielleicht sehr schwierig. Ja? Es gehört alles zusammen. Ja? Aber es ist auch ein Teil. Und das nennen wir Weisheit, solche einfachen Dinge. Oder ich nenne jetzt noch ein Beispiel noch ganz kurz. Das geht ja, man kann sich über alles Mögliche ärgern und auch ängstigen. Mein Gott, wir überholen auf der Autobahn ein langsames Auto. Ne? Und von hinten kommt einer mit sehr hohem Tempo an, Lichthupe, knapp auffahren. Man kann Angst kriegen. Man kann sich ärgern. Aber die Erfahrung lehrt, dass diese Leute schon in dem Augenblick ganz im Augenblick sind, ganz beim Fahren sind. Die fahren nicht hinten rein. Die Frage ist nur, was mache ich jetzt? Und die Frage ist vor allem, was mache ich mit meinem Geist? Wie denke ich darüber? Ja? Ein möglicher Gedankengang ist der, da leidet jemand. Da hat's jemand verdammt eilig. Ja? Können wir schon davon ausgehen, wir wissen überhaupt nicht warum und wieso. Ist aber auch ganz egal, er hat's wirklich verdammt eilig. Vielleicht hat er einen guten Grund oder vielleicht ist er nur ein Mensch, der es immer unglaublich eilig hat. Aber dann hat er auch unser Mitgefühl verdient. Ist doch ein armer Kerl, oder? Der kann keine Freude empfinden. Davon können wir ausgehen. In dem Augenblick sicher nicht. Sicher nicht. Nein, er leidet. Ja, und wir werden eine mitfühlende Tat setzen. Und uns wohlfühlen dabei. Ja, das ist der Punkt. Und das ist wieder ein kleines Stück Weisheit. Also Weisheit entwickeln heißt einfach unser Denken, unsere Einstellung, unsere Ansichten, sagen wir im Buddhismus. Überprüfen und immer dann, wenn wir leiden, Ansichten überprüfen, neue Ansichten suchen, mit denen wir zufrieden sein können. Damit, dass die Welt so ist, wie sie ist. Dass das Leben auf der Autobahn so ist, wie es ist. Wir werden das nicht ändern. Ja? Hat gar keinen Sinn. Aber wir können uns ändern. Und dann können wir in Ruhe und Frieden, ohne uns zu ärgern, Auto fahren. Ja, das wäre der dritte und letzte Punkt. Und jetzt möchte ich auch schon zum Schluss von meinem Vortrag kommen. Und ich möchte noch zum Abschluss noch drei kurze Dinge machen. Der erste Schritt wäre, ich möchte euch ein Gedicht mit auf den Weg geben. Es ist ein Einsichtsvers von Bodhidharma. Und der gefällt mir sehr gut. Er hängt mit diesem Thema zusammen. Er wird sicherlich nicht von jedem gleich verstanden werden. Das ist aber auch nicht nötig. Nehmt ihn mit wie ein Märchen. Er hat viel Weisheit in sich, davon können wir ausgehen. Bodhidharma war der Mann, der das Zen nach China brachte, ist ein Inder, der nach China ging und dort Zen lehrte. Und er gilt als der erste Mann, der das getan hat. Er hat das Zen begründet. Und den möchte ich euch einfach mit auf den Weg geben. Und wenn eines Tages in eurem Leben einmal ihr einen Zusammenhang seht zwischen eurem Problem und dem Vers von Bodhidharma, dann hat es sich gelohnt. Und ansonsten ist er einfach schön. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch 2 Minuten in die Stille, lassen es noch sinken, kommen nochmal zur Ruhe. Und ich sehe, einige von unserer Gemeinschaft sind auch da und dann würde ich gerne noch mit euch ein kurzes Lied singen. Und dann
ist es wirklich aus. Gut, der Vers zum Bodhidharma also jetzt. Ursprünglich kam ich von Indien nach China, um die Lehre Buddhas zu verbreiten und um unwissenden Menschen zu helfen. Die Blume entfaltet 5 Blütenblätter, die Frucht reift von alleine.